was bisher geschah. Ich kann Beziehungen haben, mit wem auch immer ich will. Das ist mein Leben. Hörst du mich, verflucht nochmal, das ist mein Leben. Salz und Pfeffer bitte. Ingwer auch. Ingwer? Gilt ja als Aphrodisiakum. Das steht jetzt nicht im Rezept, aber... Oh. Warum nicht? Ich kann echt die Hilfe gebrauchen. Stopp. Das reicht. Ja, Pfeffer, Salz, komm, hau rein. Bisschen mehr Pfeffer. Ah, komm, ein Stück noch. Scharf sein. Dem muss die Fresse brennen. So ein Salz. Eine Prise. Ja. Ja. Stopp. Sicher? Ja. Sah gerade ein bisschen billig aus. Langsam macht mir das Kochen Spaß. Ja, Ryan, ist fast können wir erstmal probieren, bitte? Jetzt habe ich wahrscheinlich irgendwie noch irgendeinen Scheiß. Oh Mist. Mach das von der Herdplatte runter, mach das von der Herdplatte runter. Nein, warte, ich komme! Warte. Oh, ich weiß. Hast du die Wahl? Gehen wir echt raus oder bleiben wir drin? Bleiben drin. Soll ich dir sagen, was passiert wäre? Der eine hätte dich ausgesperrt. Echt? Ja. Dann haben wir wieder Zeit verstrichen. Wir gucken jetzt kurz nochmal nach dem Essen, ob wir da noch irgendwas machen können. Wenn nicht, würde ich sagen, gehen wir ins Bad. Ja, mach das von der vom Herd runter. Nein, nein, das braucht ja ein bisschen. Guck, können nichts machen. Aber was ist denn das da, dieses Black gerade gewesen? Ich konnte irgendwie... Was trinken? Ja. Wodka. Komm, gib dir einen. Das hat billig aus. Das reicht. Ja, ein bisschen. Wir waren ja nicht voll trunken, ja. Wir können es aber auch richtig besaufen jetzt. Mach, komm, komm, mach. Wir haben 20 Minuten. Nee, ich muss doch duschen. Rotze voll sauber. Fertig machen, so Schlippenschlupp. Einmal so Mund gezogen. Bett sauber machen. Ja. Stimmt, wir wollen auch noch. Bisschen ficky, ficky. Erstmal gucken, wie Flo. Nein, wir haben mal, wissen wir, ist egal. Hä? Die liegt sie. Ganz Mädel! Gut, Jody. Mädel, steh auf, jetzt Mann! Komm runter, kein Grund zur Panik. Ich hab gar nicht gemacht, das Bett sauber. Alter, steh auf! Geht's noch? Hä? Ja, 50, glaube ich, stand da. Dreckwäsche in den Korb im Badezimmer. Schnell, 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 schnell. Sollen schnell duschen gehen, Alter. So. Wo ist die Landstreicher? Links, da ist die Dusche. Hier? Nee, weiter zu uns. Zu uns war die Dusche. Echt? Ja. Optimal. Bitte, bitte, bitte keine Tipps. Das ist nur Zensur. Nein, nein, nein. Keine Schuss. Ich hab's ja gar keine Zensur. Musst du damit einfach sein. Oh jo. Aber da gab's mal so. Ja. Jetzt könnte man in so ein Geber-Menü, dann könnte man die Kamera frei bewegen und die Entwickler haben da echt dann. Mach mal eine. Hey, mehr brauchen wir nicht. Ja? Ja. Junge, mach die mal. Mal aus den Schall. Die Haare trocknen aber schnell, du. Ja, was ziehen wir an? Ich hab gerade gesagt, du gehst raus. Ich schau vor, so frei rumbewegen jetzt.
Hä, warum ziehen wir BH an? Halt, wir sind optimistisch. Und jetzt? Klamotten. Da, nee, mal schminken, da steht was am Spiegel. You have me. Ja. Brauchst du nicht, du hast mich. Oh Gott, Aiden. Komm so. Du verstehst das nicht. Süß. Ja, ich weiß ja, wie ich beschütze. Ne? Können wir es schminken? Ja. Bestimmt, ja? Oder? Genau, wir gucken erstmal. Hast du da was mal an? Nee, ne? Guck, ich zieh dich erstmal an. Umziehen. Können wir auch so bleiben? Nein, ich hab auch, du machst so die Tür auf. Ey, lass mal so bleiben. Oh, jetzt gucken wir erstmal, was ich hatte. Nichts. Was ziehen wir an? Sexy. Oh, hi Ryan. Oh, hi Ryan. Ich hab gewartet. Hä, das ist sexy? Was gibt's denn noch so? Erklingen? Backling. Mach elegant. Oh mein ja, Gott. Was gab's noch? Ich hab kein sexy wäre jetzt so. Mach elegant. Cooles, wahrscheinlich Jogginghose. Ja, ein schönes Kleid. Oh ja, das ist gut. Oh, hallo Ryan. Oh, hallo Ryan. Klassisch. Ja, so elegant. Schon. Je ne sais quoi. Klassisch. Das war ein Bullshit. Mein neues Ich und... Es zeigt, ich bin gewappnet für alle Situationen. Das ist dasselbe Kleid, was du schon mal ich bei diesem Lass Ding gut sein ja. Und gib auf, Aiden. Haben nur ein Kleid. Okay. Sorry, das sind Date nicht so reich. Geile Wohnung, aber Basta. Kein Kleid. Basta. So. So, geh mal ins Bad. Ob du dich jetzt fertig machen kannst. Wo war das? Hier. Da. Das Gedächtnis wie ein Goldfisch. Kann ja, man sich nicht schminken? Hä, was? Ich mir gar nicht vorstellen. Kannst du kacken gehen? Hinten, links? Fenster. Ja, guck nicht aus dem Fenster. Kacken gehen geht auch nicht. Ja, warum? Die hat noch keine Schuhe an? Na, Schuhe, wer braucht Schuhe, Junge? Der wird eh auf Bett flach gelegt. Sofa. Badewanne. Was hat die denn für eine geile Wohnung, Mann? Was haben wir denn noch? Wie viel Uhr haben wir denn? Ich guck mal kurz auf die Uhr. Wir haben bestimmt das Essen. Ich gehe da jetzt nicht drauf ein. Wir müssen erstmal gucken, was hier. Nein, mach auf das Essen weg. Müssen wir erstmal gucken. Mach das weg. Essen. Es brennt auch noch nicht. Ich wollte nur wissen, ob es brennt. Ich wette hundertprozentig, wenn du das jetzt machst, kommt der. Du musst doch Schuhe haben, Alter. Dann läuft die da barfuß rum. Ja, hallo, elegant. Mann, Aiden, jetzt sei doch nicht so ein Arsch. Warte, eine Sache fehlt noch. Ist mir gerade eingefallen. Musik, hä? Ja. Roman. Ja, das lassen wir. Komm. Die Fickermusik. Wo gibt's denn Schuhe, Alter? Also... Da in dem Schrank flippen. Ne, da waren wir auch schon. Egal. Geh zum Essen. Ich geh nochmal kurz zu dem Schrank hier. Geht wahrscheinlich gar nichts, hä? Mach mal die Klamotten da weg, hä? Geht gar nicht. Okay, lass liegen. Gut, anscheinend geht's. Ich glaube, ich muss bei SIA anfangen zu arbeiten. Also, haben wir müssen den Tisch mal decken. Oh. Gut, dass du es sagst. Ich hätte gar nicht dran gedacht. Jetzt wirft ihr eben gleich das Geschirr rum. Machen wir mal Wein kleben. Kerzen. Kriegt jeder eine Kerze oder was? Anscheinend. Hä, warum nimmt sie nicht nur Streichholz? Streichholz reicht doch für die ganze Wohnung. Haben wir ja vorhin gesehen. Oh. Aha. Ja, es ist sehr witzig eigentlich. Ja, ohne Scheiß. Machen wir es halt nochmal. Jetzt macht das wieder. Wow.
Wow, das ist sehr romantisch. Ja, egal. Kann ich einen Gläser? Ach, scheiß auf trinken. Nimm dir den Wodka, los. Los, zum Wodka. Komm zum Wodka. Oder zum, wie ist das Ding? Zeug. Wie fahren wir denn? Wo willst du denn hin? Warte mal. Ja, das ist ein bisschen spät. Fuck. Ich hab irgendwas haben wir noch vergessen. Irgendwas Wichtiges, oder? Ist egal. Trink den Wodka. Oh Mann, ey, wir hätten uns so beschießen müssen, ne? Oh, das ärgert mich jetzt richtig, dass wir uns nicht so beschossen haben. Ernst? Ja, das. Ja, besser spät als nie, ja. Soll ich jetzt so die Tür öffnen, wie die so ist? Ja. Aiden, benimm dich bitte. Das hier bedeutet mir was. Ich verlasse mich auf dich. Hey. Chateau Margaux 2001. Der Verkäufer sagt, das war ein hervorragendes Jahr. Das klingt doch nicht übel. Hervorragendes Jahr. 15 Euro Rewe. Sorry, Penny. Jetzt überprüft er so. Ich hol das. Dann legt das Grab im Finger, was da über den Tisch gibt. Dann haben wir noch ein bisschen Staub, du. Jetzt sind wir sauber gemacht. Cooles Apartment. Huh? Ja, danke. Weißt du, den Kühlschrank und den Ofen zu. Richtiger Spaß hier, ey. Verfluchte Scheiße, Mann. Ja, Teller brauchst du sowieso. Ne, nee, haben wir ja schon. So, Essen. Korkenzieher. Da sind deine Weingläser. Cool. Scheiß, der wird unser Zeug essen, ne? Der wird so die Fresse brennen, ich weiß das. Okay. Das wird witzig, das muss man wahrscheinlich drehen. Erstmal schön daneben. Das ist ja geil, wenn sie beide Gläser voll macht und sie beide ihn gibt und sie trinkt aus der Flasche. Auf mein neues Apartment. So, stopp! Bumm. Der Wein muss hart. Hat sich eingezogen. Oh ja. Aber mach jetzt nicht alles kaputt, weil du kannst es auch übel versauen. Also das ist eigentlich das erste Mal, dass ich eine ein wenig rebellieren. Für mich allein. Das ist komisch. Du bist ein Assi, Alter. Jetzt lass das aber. Ne? Ja. Was ist mit dir? Wo wohnst du? Oh, ich habe ne? Etwas außerhalb. Ja, ich habe ein Haus. Etwas außerhalb, aber... Und stammst du von hier? Nein, ich stamme aus Oregon. Meine Eltern und mein Bruder sind immer noch dort. Aber ich bin früh weggezogen, mit 16. Hör jetzt mal 16? Zu. 16? Bist du zu Hause rausgeflogen oder sowas? Jetzt noch, Alter. Das reicht aber, ne? Ja, mehr als 16 wollte ich nicht hören. Meinst du, das reicht? Komm mal rein! Das ist nicht. Das ist. Aiden macht Stress. Ach, ich hab vergessen. Jetzt ja, geh. Wie kamst du danach zur CIA? Ich ging aufs College und wusste nicht so recht, was ich wollte. Ich war bei der Army. Oh, shit, no, naja, Action, Reisen, Abenteuer. Bis ich merkte, dass das nichts für mich ist. Und als ein CIA-Anwerber mich ansprach, habe ich ja gesagt. Ein CIA-Anwerber. Was ist mit dem Essen, ey? Ich habe Hunger. Ich sollte mal nach dem Essen sehen, weil diese Kochsache ist eine völlig neue Erfahrung für mich. Brauchst du Hilfe? Na,
Das würde er gleich merken. Okay. So schön am Würgen. Ja, er hält das Glas so und es ist noch voll. Hast du es gesehen? Nein, hab ich nicht drauf geachtet. Der wird sich so. Für das Stück da. Ja? Wäre so geil gewesen, wenn man mit Aiden. War in China für ein Jahr. Liebe das Zeug. Das Gericht hätte verändern können. Dann warte nicht zu viel. Das Gericht. Das wäre. Das zweite Mal, dass ich koche. Curry. Über das erste Mal würde ich lieber nicht sprechen. So, jetzt kommt's. Das was? Gut. Haha, der kann gut lügen. Das ist gut. Wie lange arbeiten wir jetzt zusammen? Nein, du kippst nicht, ey, du kippst nicht den Wein. Wenn weiß, du, das machst du nicht. Alter, ich, Junge. Da gibt's nicht viel zu sagen. Mach. Ich wohnte mit meinen Eltern auf. Wenn du ach komm, wir machen jetzt gar nichts, hä? Wir wollen dass sie mal ihre erste Nacht hat, hä? Ja. Janik und ich gönnen das. Deine Eltern, hast du noch Kontakt? Nein. Nein, gar nicht. Nein, komm, lass mich. Was machst du denn, Mann? Jetzt, du machst jetzt nichts mehr. Das wollte ich gar nicht. Du bist ein Spasti. Hat Nathan dir je richtig erklären können, was es eigentlich ist, dieses Ding mit Aiden? So cool. Nein. Also, nicht richtig. Sie haben viel herausgefunden über die Infrawelt, also. Aber nicht sehr viel über Aiden. Ich glaube sogar, dass nicht mal er weiß, wer oder was er ist. Also, das hat mir jetzt auch nicht gefallen. Und hört uns zu? Ja. Mm-mm. Ich bin draußen, warte. Ja, er verlässt mich nie. Er verlässt mich nie, als wir fressen. Red mit der Wand. Was ist mit dir? Hast du Familie hier? Nein, nein, meine Eltern sind noch in Oregon. Ich sehe sie so selten wie möglich. Ihr müsstet ja nichts blicken, wenn ich was anvisiere. Bist du verheiratet oder sowas in der Art? Nein, nein. Ja, ich konnte den Wein sitzen. Ich war. Muss er sich so aussehen? Ja, meine Ex-Frau und ich sind geschieden. Ich wollte ihr nur helfen. Jahre. Und es ging nicht gut. Ich meine, am Ende war es. Es gab gute Zeiten, aber es war wohl besser, getrennte Wege zu gehen. Ich könnte es nicht schon stressen. Und du? Hast du jemanden? Hab ich jemanden? Aiden. Ich hab Aiden. Ich meine, aus unserer Welt. Naja, Aiden kann das. Er hat die Leute immer vertrieben. Oder es liegt einfach doch an mir. Vielleicht bin ich zu. Ich bin witzig. Du bist toll. Die Musik ist übel laut. Du bist toll. Aiden hat nichts damit zu tun. Was denn? Küssen. Hashtag der Ficker. Hashtag Ryan der Ficker. So heißt die Folge. Ryan der Ficker. Oh, wir gehen richtig ran. Ja? Jetzt geht's ja aber los, ey. Also, so ein kurzer Zwischenspruch. So, ja, ich habe den BH schon ausgelassen. Ist ja aufgefallen, dass wir das Kleid angezogen haben. Weil erst den BH und der BH ist wieder aus. Inception. Gut, dass du das Bett. Oh, Alter. Jawohl. Jetzt reiten wir ihn wie ein Gaul. Die Musik aus. Ist gar nicht mehr romantisch. Ryan, nicht. Oh, Jody. Was ist los? Tut mir leid. Tut mir leid, das ist nicht deine Schuld. Weißt du, warum das ist? Ja, weil wir das mit der Bar hatten. Es gibt Dinge. Scheiße! Sag ist okay. Mir nichts von Entscheidung. Ja, ist okay. Ist okay. Vielleicht. Jetzt hör mal auf zu heulen! Ich werde lieber gehen. Siehst du, der wollte nur ficken. Der wollte nur ficken. Weißt du, wie kann man denn ein Mädchen weinen, ne? Ja, ich geh mal, ne? Sehen uns morgen an der Arbeit. Was ist denn das? Ja,
glaub mir, das wird noch schön. Aber erstmal wirst du den hassen, glaube ich. Nur so wie ich. Ja, er steckt der Ficker. So. Perfekte Geliebte. Hühnchen oder Asiapfanne gekocht. Hübsch angezogen. Jodie und Ryan in Ruhe gelassen. 78%. Nicht mit Ryan geschlafen. Aber kann. Achso. 71%, weil ganz viele aus diesem Zimmer aus sind. Was? Die Wohnung aufgeräumt. Es gab ganz viele. Es gab. 19%, die dann Wohnung nicht aufgeräumt haben. Stark.